Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Und nun geht die Partie los. Preußen Münster komplett in Schwarz von links nach rechts. Pardon. Und die Borussia komplett in Weiß. So ist es nämlich. Und die Münsteraner von links nach rechts. Und direkt mal langer Ball nach vorne. Und oh, erster Abschluss für die Gäste. Das war Yassine Buchama. Mehr oder weniger Stammspieler. Jetzt mal erste Ecke. Lorenz. Ja, wieder brandgefährlich, ne? Brandgefährlich, du sagst es. Sehr, sehr gefährlicher Kopfball. Aber auch super geklärt von Keeper Maximilian Brüll. Diese haben sie auch gegen Aachen praktiziert, auf den kurzen dann verlängert, beziehungsweise dann direkt abgeschlossen. Einen weiten Einwerfer. Jetzt vielleicht die Möglichkeit und Huten stolpert da. Ja, wollen sie einen Elfmeter, haben. Holen, vor allem auch mit der Intensität, muss eine gewisse Flankenqualität haben, weil du sehr oft in den Flügelzonen auftauchst, um auch Flanken reinzuspielen. Das war stark gemacht. Und Tor. Oh, und der geht Wahnsinn. Drüber. Aber sehr gut gesehen. Das war sehr gut gemacht. Da Per Lockel. Dann wieder diese eben angesprochene gute Ausbildung. Ja. Und das geht dann jetzt schnell. Teklapp, ja, da müssen sie natürlich aufpassen. Teklapp und das. Oh, starker Abschluss, aber dann wohl abseits. Und eigentlich da links anzusiedeln, aber dann eben mal über die rechte Seite mit Tempo gekommen. Ja, aber ist nach meinem Wissen auch Rechtsfuß. Das heißt so, dass er auch reinkippt, auch eben den Abschluss mit rechts sehr gut vollzogen hat, auch wenn er drüber gegangen ist. Ja, wir sehen auch jetzt, wie weit er nach innen kippt, ne? Ja, und das, ja, Scherder klärt da. Also, natürlich dann ein großer Schritt, aber es ist dann oft so, dass so Spieler in der Regionalliga, positiv gesagt, dann auch nichts mehr zu suchen haben. Rote. Ja, jetzt haben wir natürlich einen Minutentakt Abschlüsse von Münster. Ne? Und das durchziehen willst im Sinne der Ausbildung, ist gut so. Ne? Muss man respektieren auch. Und ja. Dementsprechend auch so handhaben. Italiano setzt sich da gut durch. Naderi. Und 1:0 für die Hausherren. Sehr gut durchkombiniert. Sehr gut gemacht. Italiano tankt sich da durch das Mittelfeld und kommt vorbei an Cook und dann dieser schöne Pass auf. Ja, aber wir sehen Ryan ja auch, Naderi. Ja. Wir sehen ja auch, wie weit Italiano dann nach innen dribbelt, ins Zentrum, als Schienenspieler, als Außenverteidiger quasi, um dann auch die Aktion einzuleiten. Ne? Definitiv. Ist zwar schon der 16. Einsatz, aber so richtig von Anfang an spielen tut er jetzt auch Naderi. Nicht immer. Genau, Ryan Naderi. Und das ist jetzt sein drittes Saisontor. Und direkt die Antwort. Jetzt haben wir hier das Topspiel, Fuhrt. Ja. Nikolai Remberg war es wieder. Du hast ihn eben noch ich ja gesagt. In die zweite Liga gesprochen. Und jetzt sehen wir es. Sehr, sehr starke Vorlage. Das müsste von Lorenz gewesen sein. Die Flanke. Erstmal hier Buchama. Ja. Dann Marc Lorenz und dann Remberg wuchtet den rein. War ja auch schon gegen Aachen erfolgreich. Ja, steht sehr gut hinterm Verteidiger. Ja, und der Ball kommt natürlich optimal, ne, muss man schon sagen.
Ja, das hat er diese Saison mehrfach unter Beweis gestellt. Und wieder diese Ecken. Boah. Und der Nachschuss auch noch. Zweimal auf der Linie. Richtig gefährlich, ja. Zweimal auf der Linie geklärt. Aber wieder diese Ecke von rechts, wieder eher so an den kurzen Pfosten gespielt. Das Duell mit T-Club sieht er ja auch nicht der langsamste, nee, ist, um es mal so zu sagen. Das ist auf jeden Fall ordentlich Speed da auf der Seite. Jetzt Lorenz. Bringt den Ball rein. T-Club jetzt hat mal Platz. Henok T-Club. Und Brüll. Das ist sein Ding, ne? Milan also erst technisch natürlich einer der besten Spieler der Liga. Bringt jetzt auch die Ecke dann rein. Und der geht noch an die Latte. Wegkamp. Es bleibt hier gefährlich. 2:0. Wieder Wegkamp. Und wieder Wegkamp. Vor wenigen Augenblicken noch an die Latte geköpft. Der sah erst gar nicht so gefährlich aus. Dann geht er noch an die Latte. Und jetzt im zweiten macht er das Ding dann rein. Gerrit Wegkamp, T-Club, wir schauen noch mal drauf und dann, boah. Auch eine Vorlage von T-Club, das ist auch schon mal gut. Super Vorlage von T-Club mit seinem schwächeren Linken und dann sehr gut reingezogen. Wegkamp, ja, Italiano, hat zwar ein bisschen die Lufthoheit, aber... Remberg verpasst und Wegkamp, ja, steht dann goldrichtig. Können wir auch aber gerne sehr ballsicherer sagen, ja. Spieler, ne? Auch in der Situation zu sehen. Ich, für mich, habe ich ja auch letztes Mal schon erwähnt. Oh, stark gemacht. Mit die große Überraschung bei Münster, dass er sich so schnell durchgesetzt hat und auch hier zu einer festen Größe geworden ist. Viel diese Variabilität angesprochen. Mhm. Und Marvin Benjamins, der eben reingekommen ist, ist zum Beispiel jetzt laut Transfermarkt als rechter Verteidiger gelistet. Okay. Und kommt hier schon eher als, ja, schon als Stürmer rein. Oh, und da, ja, erster Abschluss von ihm. Ja, dann haut er mal einen raus jetzt. Ja, eine Abstimmung. Problematik jetzt zwischen Alexander Hahn. Oh, Kader und Beckhoff ist da auch noch vorne mit dabei, aber er macht's selber. Nicht schlecht. Boah. Schulze Niehus sah fast so aus, als wäre er fast rangekommen. Bei Münster nun Lukas Frenkert, rechter Verteidiger. Bisschen defensivere Alternative für Henok T-Club drin und er auch erst einen Einsatz gehabt. Oh. Außennetz. Außennetz, also Gladbach ist noch nicht abgemeldet. Oder nochmal vor dem Auswärtsblock. Harter Einsatz. Und die Partie ist zu Ende, Furt. Ich bedanke mich und wir hören dich ja jetzt gleich nochmal am Spielfeldrand. Ja, die Partie geht hier 2:1 für die Gäste aus. Auf jeden Fall spielerisch ein sehr, sehr munteres Ding hier heute im Grenzlandstadion. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.